So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Destiny. Ja, kurz vorab, diese Folge, die jetzt gerade hier ist halt, habe ich schon vorhin aufgenommen, deswegen ist das Level hier im Mond, was wir eigentlich spielen, also hier, das wäre ja eigentlich jetzt dran, aber hier sieht man, es ist schon gemacht. Ja, weil ich habe eben schon das Level gespielt. Und dann, wo ich mir das Video angeguckt habe, danach ist mir aufgefallen, ja, das ist richtig fail, diese Aufnahme, weil ich hatte gerade ein Video gerendert über Camtasia und da hat halt alles irgendwie rumgelegt und deswegen kann ich das Video so nicht hochladen und muss es deswegen jetzt nochmal aufnehmen. Das heißt, wir wählen aus, Level 7 nochmal, ja, das ist richtig gut, das ist wirklich gut, also ich habe schon kaum hingekriegt, obwohl ich ja 15 bin und das für Level 7 ist. Also, ja. Aber es macht Spaß. Hier gibt es auch was ganz Cooles, aber ich spoilere nicht. Ich habe die Kryptarchenaufzeichnungen nach dem Tempel von Crota durchkämmt. Hör zu. Vor langer Zeit eroberte Crota den Mond. Sein Schwert war so dunkel, dass es alles Licht verschlang. Nun schläft Crota, nicht aber das Schwert. Die Warlocks gehen davon aus, dass die Schwarmprinzen es in einer Kammer bewachen. Wenn du uns das Schwert bringst, sorgen wir dafür, dass es niemand mehr führen wird. Genau. Und darum geht's auch eigentlich die ganze Zeit. Wir suchen eben dieses Schwert und dann haben wir's halt. Und so. Ist cool. Um das Schwert zu vernichten, müssen wir seine Macher, die Schwarmprinzen, finden und töten. Einer von ihnen soll eine Kultstätte beim Höllenschlund bewachen. Den nehmen wir uns zuerst vor. Ja. Noch irgendwas? Ach ja. Ja, dann Transportmittel. Ich hoffe, jetzt kommt auch wieder dieses coole Zeug. Das werden schon mal. Also Aussehen und so hat sich, glaube ich, nicht verändert von der letzten Folge zu jetzt. Also wir müssen hier lang und da ist nicht noch. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Wenn wir hier sind, müssen wir jetzt nach rechts. Hier geradeaus. Nach vorne. Wenn wir hier sind, können wir jetzt hier lang, oder? Ja doch, hier lang. Hier vorne gibt es vielleicht wieder das coole Easter Egg daneben. Und gibt's das? Die Kultstätte ist direkt vor Ah, uns. nee. Schade. Also ich lässt mal kurz, also in der Fehlaufnahme war hier so eine optionale Mission, dass man so eben so einen schweren Bossgegner so optional halt besiegen kann und so. Ist cool. Aber egal, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Story. Und zwar müssen wir jetzt hier hin. Dahin. Nee, halt da. Hey, wo müssen wir denn hin? Du, da kommt man damit überall hin eigentlich. Ah, da hin, genau. Dort finden wir ihn. Hoffentlich bist du bereit. Klar. Like move it, move it. We like move. Okay. Spawn die Gegner schon? Ja, tun sie. So, der Gegner. Ach, der Boss ist eigentlich nicht schwer. Man rennt einfach hin und macht ihn kurz. Hitten. Und da ist er schon. Also hier, man sieht ja, und da oder so, das ist ja das. Also er ist nicht gerade der stärkste Gegner. Ich führe uns zu den anderen. Was ist hier? Ja, was? So, die anderen sind jetzt da hinten. Ah ne, die sind da, stimmt, da hinten. Transportmittel wieder. Und das war zu tief. Gleich hoch. Nicht hier Gesteine fahren. Und da lang.
jetzt falsch hatten. Nein. So, und hier sind die nächsten. Schwere Muni, schwere Muni. Sammeln. Komm. Oh mein Gott, sieht der hässlich aus. Was ist jetzt? Ich glaube schon. Ne, da drin sind noch welche, aber. Ah, stimmt, hier sind Götter. Sind aber auch nicht so schwer. Hat man ja jetzt gesehen. Also, so höher das Level, desto leichter kann man eben die Story spielen. Was ist denn das? Ein Scharfschützengewehr. Ach, das ist ja schön. Eine Snipper. Ah, schön. Können wir uns vercampen. Ja, gefällt mir. Wo wir hier auch das Scout-Gewehr haben. Wie sieht's denn damit aus? Okay, ich probiere mal. Ich probiere es einfach mal, wie das jetzt so ist, wenn wir damit kämpfen. Ich will ja bisschen Waffen testen. Aber ich orte das Schwert durch das Licht der Hüter, die es getötet hat. Etwas weiter unten. Oh nein, wieder ein Stich eingeschränkt. Okay. Oh, No scope. Nein. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir ja diesen Flug. Ja. Geht eigentlich so von der KD her. Ist nicht so kompliziert jetzt. Ist halt auch ganz nett eigentlich. Das Schwert ist nah. Ich spüre seine Kraft. Und hier ist schon der Raum. Also das ist jetzt nicht so ewig, dieses Level. Einfach reinschießen. Der ist down. What the fuck, ey. Hier ist das Schwert. Ich muss jetzt alle Gegner besiegen, bevor ich das... Wow, was geht mir die Hexe ab? Oh, was geht mir den ab? Okay. Ich muss unbedingt meine Waffe wieder zurückwechseln. Jetzt komme ich hier nicht klar. Hier sehen. Also man kann das dann nehmen. Ah, jetzt ja. Das sollte sie hervorlocken. Können wir nicht mit dem Schwert kämpfen. Seine Kraft ist dunkel. Wir können auch alles benutzen. Granaten können wir auch noch werfen und so. Das sieht doch richtig lell aus, wie wir hier rumfliegen. Und da haben wir schon Gegner. Bam! Oh, hat natürlich nicht gebracht, aber egal. Natürlich sind wir jetzt voll die Bammers. Und das ist super breit und unser Schwert einfach. Ey, wie sieht denn das jetzt aus, wenn wir unser Schwert super einsetzen? Ah, vielleicht mal super einsetzen lassen. Gegner. Bam, weg. Bam, weg. Ja, wir müssen nicht genau treffen. Das gilt auch. Ja, wo waren jetzt hier? Wo die herkommen? Und wo ist der jetzt? Ja, wo ist... Ich kann auch sprinten und eben draufhauen. Ja, das wäre das cool. Ich würde sie gern behalten, aber es geht nicht. Leider.
Schön, dass wir genau daneben springen. Ah, schön, dass der jetzt runterkommt. Ja, mit unserem schönen Sniper auf dem Rücken einfach. Ah ne, das ist ja Raketenwerfer, oder? Ja, das ist ja Raketenwerfer. Hä, wo kommt denn nicht mal der erste Gegner, der erste Boss? Um uns herum gibt es jede Menge Bewegung. Die Schwarmpilzen wollen zum Schwert. Ah, da ist er. Yo. Fand ich... ja. Also, beim letzten Mal hat es besser funktioniert. Ich bin mir jetzt mal nicht einmal gestorben, einfach. Ich muss jetzt einfach kurz wechseln. Die ist dann wieder tot. Danke. Nein, nein, lass mich durch. Oh mein Gott. Das war knapp. Aber wir haben es ja geschafft. Okay, also die Spezialwaffe ist immer auf dem Rücken. Gut. Haben wir das auch geklärt. Kommen wir jetzt durch? Nein, aber das Schwert ist so geil. Ziehe ich mal rein hier. Sieht so geil aus. Können wir damit noch andere Sachen? LOL. Wir können so auch... LEL. Wir können einfach so... Oh, wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, ist das cool. Komm an. Bringst den Kill. Und immer diesen Boden-Attack. Ist ja voll leer. Boah, das ist ja richtig Ninja-like. Okay, was passiert, wenn ich gleich... Also wenn jetzt alles irgendwie eine andere Attacke hat, was passiert dann, wenn ich meinen Super-Move mache? Ich hoffe, da passiert auch irgendwas richtig Geiles. Das wäre so richtig lell. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme nicht fail wird, weil das sind coole Sachen. Bam, wie gesagt. Und hüpf. Lol, das kann man ja auch richtig gerne in der Luft hier so warm, um so einen Schub nochmal zu haben. Das ist ja richtig geil. Also ich liebe diese Mission schon. Die ist einfach so episch mit diesem Schwert einfach und dann noch auf schwer, ey. Ich stelle mir das jetzt schon vor. Das wird vielleicht noch ein... Die Mission ist wieder. Bam! 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 Und das ist nämlich das Coole, man haut einfach die ganze Zeit mit diesem Bodenschlag. Und dann braucht man ein paar Schläge und er ist down. Jetzt wartet man kurz, generiert wieder. Und dann kommen wieder Gegner. Okay, mal abhauen. Also wir müssen auf jeden Fall diesen Boden-Attack machen. Sonst kriegt er keinen Schaden durch uns. Aber wir wollten ja mal ausprobieren, was es bringt, wenn wir so einen Special Move machen. Okay, das bringt also das, was wir jetzt gesehen haben. Also vielleicht schaffen wir es ja ihn nochmal hoch zu leveln bis gleich. Ah. Ja, was ist mit dem Schwert eigentlich los? Ach, da ist es wieder. Also wenn wir es ablegen, wird es wieder hierher geportet. Okay. Ich glaube, so kann man auch ein bisschen leveln, wenn man das jetzt nicht hat. Mehr die ganze Zeit Gegner und so. Wie wir schon gleich wieder unser Supermove voll haben. Mal schauen, wie viel wir dann brauchen, wenn wir dann gegen den Boss kämpfen. Mit dem Supermove. Ja, und schon wieder bereit. Läuft. Oh, das ist der. Ja. Und schon wieder super bereit. Sie sind alle erledigt. Es heißt, das war eine der stärksten Waffen, die die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Das glauben uns die Kryptaner. Ha, nochmal zum Schluss gekillt. Läuft bei uns. Cool. Wiedereinstieg. Aber egal, warum steht der U? Oder stand da U? Vielleicht waren wir jetzt gerade in den englischen Death Screen. Oh mein Gott. Ja, schöner Helm, gell? Der gefällt mir auch.
Chaos der Ordnung, fast voll, finde ich schön. Und wir kriegen hoffentlich zwei Sachen. Ja, eine. Okay, gut. Dann fortsetzen. Und ihr habt ja vorhin schon gesehen, im Turm ist was. Da gehen wir doch jetzt mal hin. Wir haben ja ein paar Sachen. Dann gucken wir doch mal. Wir haben einen neuen Helm, der eins weniger Verteidigung hat. Und auch irgendwie genau gleich aussieht. Yay. Dann packen wir den weg. Wir haben einen Handschuh, der noch verschlüsselt ist. Eine Rüstung, die scheiße schlecht ist. Wir haben keinen Beinschutz und kein gar nichts. Hier haben wir ja die Sniper jetzt. Der hat 132, okay. Hier haben wir das Ding da, was mir nicht gefällt. Weg damit. Hier haben wir jetzt eben die drei. Was auch recht nice ist. Ja, das war's dann eigentlich, oder? Haben wir hier noch was? Mal luken. Ah, ganz minimal fehlt ja noch. Stimmt ja. Arcana Geist trainiert auf der Erholung nach Schlachten auf Werte fokussiert, okay. Dann Ziel festlegen. Turm. Starten. Dann fahren wir doch jetzt mal zum Turm. Ja. Wieder der schöne knarzende Stuhl. Yay. Mal schauen, wie lange es jetzt dauert, bis wir da sind. Hoffentlich nicht so ewig. Okay, wir sind da und rennen gleich mal zum den da, zum dem da, zum dem da. Okay, merkt euch, das ist zum dem da. Ich würde gerne mein Intergramm entschlüsseln. Ja, finde ich gut. Aber dass wir noch ein Level höher brauchen. Disziplin bis 40. Schon das sagt man, Scout-Gewehr, toll. Handfeuerwaffen, okay, das ist was. Scout-Gewehre. Och man, gibt da irgendwas, was nicht für Scout-Gewehren passt? Haben wir noch einen Sniper irgendwie? Spezialwaffe. Ist aber wahrscheinlich kein Sniper, egal. Dann mal hier hingehen. Und wir haben nicht genug Platz. Cool. Oh, hier unten ist was. Hier unten ist was, oh mein Gott. Was will die von uns? Sie hat Rüstung für uns, die nicht gerade gut sind.